wie der Suppengeist. Heute. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ich könnte Fettauge fragen. Guten Morgen, Fettauge. Wach auf, ich habe eine Bitte an dich. Es ist immer dasselbe. Den kann nichts aufwecken. Das Einzige, worauf man sich bei Fettauge verlassen kann. Ja, stimmt schon. Fettauge ist nicht gerade eine große Hilfe für uns. Ich helfe überall mit und mache mich nützlich. Und ich halte, was ich versprochen habe. Das macht schließlich einen großen Sioux aus. Guten Morgen, Mutter. Was kann ich für dich tun? Ich kann mich doch sicher nützlich machen. Also, wenn du mich schon so nett fragst, Yakari. Du könntest mir einen Schlauch Wasser holen. Das wäre eine große Hilfe. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich hole das Wasser. Es ist praktisch erledigt. Ja, ich weiß, das ist gut. Du bist zuverlässig. Fein. Nun geh. Ja. Hallo. Kannst du mich zum Bach bringen, kleiner Donner? Ich soll meiner Mutter helfen. Weißt du, im Moment... Ach, mach das doch bitte. Ich habe ihr versprochen, Wasser zu holen. Das ist nett, aber mir hast du versprochen, dass wir einen Ausritt in die Prärie machen zu meinem Lieblingsgras. Ach so, gut. Na, in Ordnung. Dann füllen wir erst den Schlauch und dann machen wir, was du willst. Ja, Kari, hast du nicht was vergessen? Hast du gemerkt, dass es schon recht kühl ist? Ist ja auch kein Wunder. Heute Nacht ist der Mond des Eises im Tipi. Na und? Fällt dir nichts ein? Etwas sehr Großes? Meinst du Fettauge? Der schläft noch in seinem Tipi. Mit Pelz! Fettauge ist dick, aber er hat keinen Pelz. Ach, na klar! Der Grizzly! Jetzt fällt's mir ein. Ich habe versprochen, seine letzte Mahlzeit vor dem Winterschlaf mit ihm zu teilen. Ja, du versprichst im Moment eine ganze Menge. Und in dieser Jahreszeit sind die Tage kurz. Ja, du hast recht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also los! Ja, Kari! Guten Morgen, Regenbogen. Tut mir leid, aber wir haben es sehr eilig. Aber du hattest mir doch versprochen, einen Zaun zu bauen. Oh, ja, ja, natürlich. Das wollte ich gleich... Ich muss nur für meine Mutter Wasser holen. Danach helfe ich dir, ja? Gut, aber beeil dich. Es wird sehr früh dunkel. Wir treffen uns dort. Ja, versprochen. Hey, ist irgendwas los? Du siehst ja so enttäuscht aus, kleiner Dachs. Naja, Yakari wollte eigentlich Bisonjagd mit mir spielen. Sag bloß, er hatte dir das versprochen. Kannst du nur so viele Versprechungen machen? Hörst du das? Wo kam das her? Mäh, mäh. Hallo, Yakari! Was machst du da oben? Ich wollte die letzten Eicheln abknabbern, aber nun komme ich hier nicht mehr runter, wie dumm! Wir haben es leider eilig! Mäh, bitte hilf mir runter, sonst muss ich hier verhungern! Ist ja gut! Ich helfe dir, versprochen. Und hopp, schon wieder ein Versprechen. Ist gar nicht so schwierig. Du musst nur auf den Ast da drunter steigen, dann auf den Ast dort und dann auf den. Nein, ich mach das nicht. Ich hab Angst. Da
Das brauchst du doch nicht. Wir probieren es anders. Kleiner Donner, würdest du mir bitte noch mal helfen? Wie? Wo ist sie denn hin? Hallo, hier unten bin ich. Ja, Kari! Wie bist du da runtergekommen? Na, ich bin erst auf einen Ast gesprungen, dann auf den nächsten und wieder den nächsten. Es war gar nicht so schwer. Und kann ich dir jetzt vielleicht helfen? Nein, danke. Es geht schon. Ich brauche ja nur, auf den nächsten Ast zu springen und wieder den nächsten und schon. Jetzt aber los, sonst verpasst du die Verabredung mit dem Grizzly. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe, Yakari. Und komm mich bald wieder besuchen. Versprochen. Du kannst es einfach nicht lassen. Oh nein, da schläft er schon. Das ist doch nicht so schlimm. Wenigstens haben wir ihn nicht mehr aufgeweckt. Aber so ein Vielfraß, er hat uns nichts übrig gelassen. Kein Problem. Dann füllen wir jetzt mal den Wasserschlauch für deine Mutter. Ja, genau. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das wäre schon mal erledigt. Jetzt können wir gleich weiter zu Regenbogen und ihrem Zaun. Nach einem kurzen Abstecher in die Prärie. Wo dein Lieblingsgras wächst, richtig? Ja. Schlaf gut, Grizzly. Wir sehen uns im Frühling wieder. Endlich kann ich mich mal wieder etwas stärken. Na, ihr Nachtzügler? Schneller Blitz, was machst du denn da? Ist kleiner Dachs auch bei dir? Na klar, der hilft doch gerade Regenbogen. Was? Oh nein, ich komme schon wieder zu spät. Kommst du, kleiner Donner? Wir haben dir noch was übrig gelassen. Hier gibt's die letzten Beeren dieses Jahres. Danke für deine Hilfe. Regenbogen, kleiner Dachs. Ach, Yakari, auch schon da? Wie ich sehe, komme ich zu spät. Halb so schlimm. Kleiner Dachs hatte ja gerade Zeit, weil er nicht mit dir Bisonjagd spielen konnte. Das auch noch. Das hatte ich völlig vergessen. Weißt du, Yakari, man sollte Versprechen auch halten. Das weiß ich. Es tut mir sehr... Ist ja gut, wir necken dich nur. Aber versprich das nächste Mal vielleicht ein bisschen weniger. Ja, versprochen. Eigentlich wollte ich mich die ganze Zeit nur nützlich machen. Erst hatte ich meiner Mutter versprochen. Oh nein, der Schlauch, er hat ein Loch. Schimmernde Zöpfe wird dir nicht böse sein, das weißt du doch. Nicht mal geschafft, ein Versprechen zu halten. Ja? Die Ziege ist allein vom Baum geklettert. Dann sind wir zu spät zum Grizzly-Festessen gekommen. Kleiner Dachs hat Regenbogen an meiner Stelle geholfen. Und ich hatte die Verabredung mit ihm vergessen. Außerdem hat meine Mutter noch kein Wasser. Und in die Prärie zu deinem Lieblingsgras kommen wir auch nicht mehr. Das mit dem Gras ist nicht schlimm, Yakari. Die Prärie ist ja noch länger da. Mach dir keine Vorwürfe, es ist doch nichts passiert. Ich bin eben unzuverlässig. Unsinn, du hast einfach ein viel zu großes Herz. Ich hatte mir zu viel vorgenommen. Auch wenn du nicht alle erfüllt hast, kannst du ein Versprechen vielleicht doch noch einlösen. Wie denn? Die Ziege, den Grizzly, Regenbogen, kleiner Dachs, dich, alle habe ich enttäuscht. Hast du nicht was vergessen? Der Bach ist nicht weit weg. Los!
Ja, du hast völlig recht. Das kann ich auf jeden Fall noch erledigen. Siehst du, Yakari? Komm! Man sollte eben niemals aufgeben. Yakari ist immer noch weg. Wo kann er nur sein? Man braucht eben sehr viel Zeit zum Füllen von löchrigem Wasser. Hey, Auftrag ausgeführt! Na, was sagt ihr? Du bist wieder da und hast Wasser geholt. Oh ja, danke, Yakari. Es hat ein bisschen gedauert, aber du hast dein Versprechen gehalten. Und das freut mich. Ich koche euch eine Elchfettsuppe, Kinder. Die mögt ihr doch alle so gern. Ja, Kari, weißt du, was sich gelohnt hat? Das Versprechen zu halten. Tja, der Duft einer leckeren Suppe. Das Einzige, wovon Fettauge aufwacht. Kleiner Donner, komm mal her. Frisches Wasser, das hast du dir verdient. Gecko Mio, das war spannend. Mehr Aufregendes gibt's bei mir.